einen schönen guten Morgen. Ja, ich bin nicht allein. Ich bin jetzt nur zugefahren, noch Wasser holen. Ich starte derweil. Wir fahren halt auf dem Matajur. Also Matajur ist direkt an der Grenze Slowenien-Italien. Und wir starten von der italienischen Seite, von Cividale aus. Lang schon auf dem Plan. Gestern eine coole Ankunft gehabt. Mit der ganzen Teufelsbrücke und mit dem ganzen Bach. Echt krass der Ort. Und das ist auch unbedingt anschauen. Ich bin jetzt da drinnen, ungefähr genau 12 Kilometer von Cividale weg. Und die Bäche, und das ist echt richtig krass. Also eine Wahnsinnsgegend. Für uns geht es jetzt dann da links weiter. Jetzt sind die 10 Kilometer. Und ab da wieder retour auch einen 12 Kilometer langen Trail. Ja, das Hinterland, typisch italienisch, recht verschlafen und recht authentisch und wunderschön zum Anschauen. Und da die Bäche da, ihr seht es. Also, es ist abnormal, das Wasser ist glasklar. Ja, wettertechnisch hat er heute ein bisschen besser angesagt. Jetzt ist es total komisch, letztes Jahr ist echt schwarz im Planen. Wir hoffen einmal, dass es so bleibt jetzt. Es ist zwar laut dem Wetterbericht wolkenlos, es ist aber in Realität bewölkt. Derweil noch wurscht. Wir hoffen, in Kroatien geht uns das auch ein bisschen auf, dass wir es halbwegs brauchbar haben und dass wir es machen können. So, nur geredet, wir packen zu und sind gleich wieder zu zweit. Also dranbleiben. Who the know or earth and sea, for the devil sends the rest, because they know the time is short. Vielleicht kennt einer das Liedl. Geht er noch weiter. Let him know the understanding the devil knows to see. Da geht's weiter. It's the human number. It's called the 666. Ja, wenn einer das Liedl kennt, von der britischen Band, der kann es in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall habe ich 66 Kilometer genau am Dach und das bei 68% Akkustand. Sie hätte nicht aufgehen, sondern auch 69, glaube, das wäre noch cool gewesen. Ja. So schaut der Uphill aus, richtig cool. Und wir sind komplett allein. Ja. Also wir sind, seit wir unten abgebogen sind, noch kurz nackt aufgefahren. Aber das sind wir jetzt schon gewohnt. Ist einfach nichts los. Ja, am ersten Tag haben wir keine Menschen. Am ersten Tag gar keinen getroffen. Gestern haben wir 5 getroffen und heute unten Autos, aber jetzt gar nichts. Also echt crazy. Und crazy waren auch die, was neben uns geparkt haben mit diesen alten Mercedes. Die waren jetzt wie lang? 8 Monate in Griechenland. 8 Monate irgendwie in Griechenland. Die ganze Quarantäne in Österreich. Und reisen jetzt wieder nach Österreich ein und bleiben dann irgendwie in Kärnten und so. Und die waren, glaube ich, 2,5 Jahre in irgendeiner Wüste ist oben gestanden am Auto. Also echt crazy. Ich glaube, Afrika und Asien. Ja, da waren es halt 2,5 Jahre am Stück. Ja, der Mercedes war aber alt. Das war aus den 60er, 70er Jahren. Verlastung. Ja, echt cool, stimmt. Richtig cool. Ja. Also die leben es auch. Tolle Sache. Trifft man da einen Wurm am Weg. Ja. Gut, wie schaut es aus? Höhenmeter technisch, ich schätze mal knapp ein Drittel haben wir ungefähr. Oben wird dann die Aussicht immer besser. Da ist jetzt typisch für die Region, also starker Bewuchs, das ist dann immer so. Und es ist halt gleich schwül. Im Sommer, ja, so lala, wenn man ganz früh startet, geht es eher dann auch so früh als Herbst tun. Weil es einfach viel angenehmer ist und wenn der Bewuchs noch nicht so da ist, dann hat man auch die bessere Sicht. Es ist echt schon viel Bewuchs. Ja, es ist krass. Es ist unterschiedlich. Wenn man denkt, wir waren vor 2 Tagen noch am Blöckenpass oben, da ist ein Meter Schnee noch. Ja, ein Meter gelangt. Gelangt gar nicht. Dann fährt man hoch, dann ist man in Dolmetscher, da war gestern Afrika, wo wir da gekocht haben und alles. Und dann kommt man da hoch, hat 20 Grad gehabt in der Nacht. Und das geht dann echt total schnell. Also auch wenn es da unten jetzt einmal regnet, das ist nicht unbedingt die Katastrophe. Und man kann dann auch noch was tun, weil es einfach nicht so unangenehm kalt ist. Das merkt man gleich. Also die Region ist schon unser Faible, diese alte Adria-Region von Kärnten, Kanaltal, Slowenien, solche, weil sie einfach schon so früh zum Biken einlädt. Das geht eigentlich ganz früh, wenig los und geht ganz lang ins Jahr rein. Westalpen flechten uns auch voll, nur das Zeitfenster für die Hochtouren ist halt viel kürzer. Also da ist dann halt cool, so ab August, September, wenn die Sicht wieder gut ist. Und kein Schnee mehr. Und kein Schnee natürlich ist.
Und das ist da unten gleich mal der Fall, dass da Schnee frei ist und da kommen halt echt viele Dornen. Und die Bäche. Ja. Also die Bäche sind schon, wow, die sind ein großes Kino. Auf jeden Fall. Und man schafft es eigentlich mit total wenig im Auto durchzukommen, weil wir haben auch nicht viel. Ein bisschen eine Powerbank und halt Gaskocher. Ja, 3 Tage jetzt. So, ich würde sagen, 2 Tage schaffen wir jetzt noch, also 5 Tage schaffen wir jetzt da herunter, dass wir auch da stehen konnten. Ja. Und wir haben nicht mehr so Lauben. Das geht gut, weil die Batterien halten Ewigkeiten für die Kameras und von denen her. Geht gut, ja. Weil die Infrastruktur dann doch da ist, dass man essen gehen kann, mal schnell was oder so, deswegen stresst eigentlich nur. Was halt schon ist, die Straßen, wenn man sie abseits fährt mit dem Auto, man muss halt aufpassen, sie sind teilweise schon rau. Also zu langer Radstand und so, als sie die Kamera aufkriegt. Nee. Also zu lang und zu tief aufpassen, schaut sich da vor die Straße, wenn man so welche fährt, das ist, so wo wir gestern welche sind, das waren dann schon ganz schön ausgespülte Sachen. Und ohne Euro kommst du nicht mehr auf, weil der Schotter so los ist. Es braucht ja gerade am vorderen Tag gehen und dann noch am oben regnen. Genau. Dann machen sie genau. Ja, Gruben auf und so. Genau. Wo wir am letzten Jahr mal gestanden sind, auch da hat es dann voll geregnet und da sind wir dann raufgefahren und da war es dann auch mit Euro schon eine Harakiri-Partie. Und deswegen musst du echt ein bisschen schauen, weil wenn man sich da eingrabt, da ist man zweiter. Ja, und das kommt über Nacht für da. Ja. Oder in ein paar Stunden für da. Genau. Und halt auch nicht im Bachbett bleiben natürlich, weil wenn da in der Nacht der Wetter kommt, seid ihr am Auto weg, bei der Fälle und so Geschichten. Ja. Aber es ist ja sehr viel Abenteuer, sehr cool. Ja, dann kann man schon. Und auch die Touren vielleicht nicht unbedingt machen, wenn der Gewitter oder so aussagt, weil die Bäche haben wir gerade gestern wieder gesehen, was dann so gefahren sind, die kommen dann daher und da ist uns weg. Also, da ist uns wirklich weg, ja. Ist echt weg. Ja. Also, wenn Gewitter aussagt und man hat noch ein Zeitfenster, ich darf es nicht machen. Sicher gescheiter nicht. Gescheiter schwimmen gehen. Oder sowas. Ja, passt. Packen wir so wieder. Passt. Ja. The number of the beast. 666. Ah, mehr gibt's nicht so einfach. Täglich grüßt das Murmeltier und täglich bleiben wir stehen, wo die Aussicht geil ist. Nur noch fett. Da unten sind wir gestartet. Da ist Civitale und da hinten ist Triest, da sieht man das Meer schon. Wow! Ja. Richtig geile Kulissen, richtig geile Gegend. Wir haben selber gesagt, ein bisschen so Monte Grappa-Stil, wenn man da südlich radelt. Und sicher ein Geheimtipp, wenn man da einmal im Herbst, vor allem Frühjahr herfährt oder vielleicht im Winter sogar. Und die Straßen sind auch so. Genau, es sieht halt ewig auf. Wow, aber coole Kulissen. Ich stelle sich im Leben jetzt die Frage, ob es wirklich Not ist mit dem Campingbus oder so einem Camper, was immer 2 Tonnen meistens wiegt, bis auf 1300 Meter aufgefahren. Aber ich finde es Hammer, dass die hier oben einen extra Gestellplatz gemacht haben für Camper und man hat Blick direkt aufs Meer. Also das ist echt der Wahnsinn. Ja. Die Frage ist, was man jetzt wirklich anfängt, aber ich glaube, wenn man so Wanderer ist oder nur mit Family da ist, ist ganz cool. Wasser jetzt sogar unten angeben im Dörfli. Also von dem her super Sache. Und trotzdem haben wir eine Idee und ich finde halt, wenn man sowas teilweise ein bisschen fördert und offiziell macht, dann steuert man halt den Trend entgegen, dass es so ein Kredit ausartet. Also da muss man dann schon sagen, gar nicht so blöd die Idee. Ja. Weil die haben sogar im Ort selber, gell, haben die gehabt einen Stellplatz mit Wasser mittendrin für 3 oder 4 Camper. Und das ist eigentlich auch eine coole Sache, weil ja, mit Schlauch. Mit Schlauch und allen, also kannst du mitten Campingplatz sauber hinterlassen. Crazy. Ja, finde ich eine coole Idee. Ja, dann ist einfach ein bisschen aufkrampf, weil ich glaube, die Leute, die das nutzen, passen eh auf. Ja. Und die, was siehst, Fackeler sind oder nicht aufpassen, die dann so oder so alles, was sie wollen. Aber ich glaube, das ist das Falsche. Weil ich denke mal schon, wenn irgendwo mein Auto steht, hinfahren, zurückfahren, ohne Flurschaden, ohne irgendwelche Öle oder Mineralstoffe austritt und ohne Müll wieder fahren, glaube ich, das funktioniert. Gell. Nicht mehr weit. Dann sind wir bei Refugio und dann schieben wir. Wirklich interessant gemacht, da sieht man aus dem Ersten Weltkrieg, was sie wo angespielt hat mit einer Karte. Man findet es im Internet ja eigentlich heutzutage schon alles. Aber sehr, sehr cool. Auch mit den ganzen Wanderwegen, was so los ist. Und sehr interessant. Ja, haben es gut gemacht. We'll be right back.
angekommen am Gipfel, wenn du ein bisschen zurückgehst, dann bist du ganz oben. Einfach der Wahnsinn. Ja. Also man hat Blick raus aufs Meer, dann ganz Venetien raus, Cimona di Friuli, Kurnan hinten, dann Richtung Dolmezzo-Eiche, da vorne ist das Stoll. Und wenn man da zurückgeht, hat man dann Slowenien mit dem ganzen Triglav Nationalpark um Kobarid hinten drinnen. Triglav, Sella Nevea mit dem kompletten Kanin. Einfach richtig, richtig heftig. Und dann euch Blick ganz Slowenien, euch Italien bis Kroatien. Also muss man schon sagen, einer von den krassesten Aussichtsbergen, was es da unten gibt. Und richtig geil, dass wir da sind. Und das ist unsere Drehleuche. Finde ich auch ganz cool. Matterdown. Das heißt offizieller Trail. Ja, 11,5 Kilometer lang, 1400 Euche. Das sind Wanderer, Läufer, Resser und Radlfahrer und alle nehmen Rücksicht aneinander und es funktioniert. So geht's auch. So geht's auch. Ja. Thank you.
deppert. Ja, bist du deppert, hey. Tschau. Thank you.
Für mich ist voll der spitzige Stein. Ja, und die sind da aber drüber gefahren. Wow, der hätte jetzt voll den Überschlag machen können. Oh, Hilfe! Hält auch nicht aus! Ja! Kilometer Trail haben sie in sich gehabt, es waren 12 Kilometer Trail am Stück, also richtig heftig. Finde die Gegend mega. Ich finde es eine gute Alternative zu Monte Grappa zum Beispiel, muss man sagen. Auf jeden Fall werden wir immer wieder scouten. Und jetzt gibt es einen Kuchen, nein, eigentlich gibt es einen Kropfen-Concrema, einen Croissant-Concrema, einen Latte Macchiato und du hast die Kinderportion gekriegt. Cappuccino.
Cappuccino kostet. Cappuccino kann man trinken. Lass uns den schmecken.